Leute, zu Crimex hier. Was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Meine Freunde, bevor es losgeht, noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, meine Süßigkeiten-Mixe sind ab sofort wieder erhältlich. Und bei jeder Bestellung gibt es eine handsignierte Autogrammkarte von mir mit dazu, Leute. Ihr habt ja selbst in meinen Insta-Stories die letzten Wochen immer wieder gesehen. Wir haben über 3000 Autogrammkarten unterschrieben. Alle von mir handsigniert, meine Freunde. Und bei jeder Bestellung ist eine mit da am Start, Leute. Also checkt jetzt in der Videobeschreibung Candy Camp aus. Es gibt hier einmal den Tilted Towers Mix und den Los Santos Mix, meine Freunde. Checkt das Ganze aus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir sind heute in unserem Garten unterwegs. Heute mal richtig entspannter Tag, Paul. Hä? Hä, da ist ein UFO. Hallo? Hä? Digga, was? Hä? Ey, Digga, hab ich irgendwie was von meinem Essen nicht vertragen oder so? Hä, wo fliegt der? Ey, Leute, wir müssen das UFO verfolgen. Ich wollte gerade sagen, heute machen wir richtig entspannt. Paul Berger ist in der Schule, der nervt heute nicht und sowas. Ey, Alter, was? Ich meine, gestern sind ja in Fortnite UFOs gekommen. Jetzt auf einmal sind hier in GTA UFOs. Was geht jetzt ab, Digga? Warte mal. Das ist da gerade Richtung Sandy Shores geflogen. Ey, Leute, heute auf jeden Fall wieder dicke Action in GTA 5 RP hier am Start. Lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr GTA 5 feiert. Und warte mal, das ist hier in diese Richtung geflogen. Wir müssen rausfinden, was das ist. Ich sehe das nur nicht mehr im Himmel. Warte mal, da vorne ist es. Hä? Ey, das fliegt hier über der Küste. Hä, Alter? Ey, das ist ganz, ganz komisch, Leute. Oh mein Gott, der Lambo ist so schnell. Nice. Wir holen das Ding easy ein. Ha! Die UFOs sind langsam, die Idioten, die Aliens. Die haben halt eben keinen V10-Motor wie mein Lambo. So, okay. Wo fliegt der Idiot hin? Warte mal, hat das was mit der Militärbasis zu tun? Der fliegt hier auf jeden Fall zur Militärbasis oder in die Richtung. Oh mein Gott, aber ich will nicht direkt runterfahren. Nicht, dass sie hier diesen Strahl... Oh mein Gott, auf einmal, der macht Kickdown. Der hat diesen Boost. Hä? Warte, wir dürfen ihn nicht verlieren, Leute. Wollt ihr auch wissen, was dahinter steckt? Was ist das? Ey, Leute, da fliegt... Ey, Leute, das UFO fliegt hier immer noch weiter aus der Stadt raus. Wir verfolgen das schon richtig lange hier. Wo fliegt der Typ hin, ey? Hä, was ist das hier links? Was ist das denn da unten? Hä? Hä, Leute, kennt ihr das in GTA? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das muss neu sein. Und das UFO landet da unten. Ey, wisst ihr was? Wir fahren da einfach mal hin. Wir werden da jetzt einfach mal hinfahren. Und wenn das Aliens sind, dann werde ich die verkloppen, Digga. Nicht in meiner Stadt. GTA ist mein Spiel und Los Santos ist meine Stadt. Sowas dulden wir hier nicht. Okay, wir müssen da unten an den Strand kommen. So, okay. Come on. Wichtig. Vielleicht parke ich den Lambo am besten mal hier ein bisschen entfernt, Leute. Weil wir wissen nicht, ob die gut auf uns zu sprechen sind. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier einfach mal mit dem Scharfschützengewehr. Ich werde erstmal ein bisschen gucken, was da vorne los ist. Okay, hier schwebt das UFO in der Luft. Da ist irgendein komisches Auto, was hier steht. Was ist das für ein Alien-Gebäude hier? Mit so einer riesigen Säule, als würden die hier so ein Signal in Weltraum schicken. Ey, Leute, wir müssen da hin. Wir werden das auskundschaften. Let's go. Ey, Leute, wir fahren da jetzt mal hin. Was ist das? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, zu dem UFO hinzugehen. Weiß nicht. Hallo? Hä? Hä, wer ist das denn? Hey, komm runter! Jimmy, komm runter! Ja, Mann, du Vollidiot! Hast du irgendwie... Hallo? Was willst du denn hier? Hallo? Ey, nimm die Waffe weg! Alles gut! Beruhig dich! Ich komme in freundlichen Absichten! Nein, alles gut. Ja, schickt immer wieder zurück, ja. Was? Nein, nicht wegteleportieren. Nein, nicht wegteleportieren, lass mein Auto. Ich geh zu deinem Auto nur kurz. Nein, mein Auto. Hä? Hä, wo ist der? Ey, Leute, habt ihr das gesehen? Der hat eine Teleportgun, der kann sich rumteleportieren. Oh, ey, der Alien hat mein Auto. Ey, was soll die Scheiße? Nein, lass mein Lambo nicht in das UFO. Okay, jetzt reicht. So, jetzt steig aus, du Stück Scheiße. Es gibt keinen Widerstand. Wir werden dich umbringen, sonst. Also, es tut mir leid, ich würde jetzt in Lamborghini in dieses UFO rein. Nein, du wirst nicht mein Lambo in das UFO. Ey, nein! Ey, das gibt Rache. Wo ist dieser andere? Wo ist diese Riesengurke? Warte mal, ich werde mit dem reden. Ich werde erst mit dem reden. Ey, du Gurkensohn. Ja, was willst du? Ich bin keine Gurke, ich bin Rick, ein Professor. Was, Rick? Bist du Rick von Rick and Morty? Ja, das Projekt ist falsch gegangen, dieser Trottel. Warum siehst du aus wie eine Gurke? Ja, im Experiment ist fehlgeschlagen. Der hat wahrscheinlich die falschen Zutaten reingetan. Du bist einfach Pickle Rick. Ja, was willst du jetzt? Geh runter von meiner Insel. Hey, ich will erst mein Lambo wieder haben. Ich komme in Freundlichkeit. Der Lambo gehört uns. Er zu sehen, zu mir zu.
Er sagt, der Lambo gehört jetzt uns. Ey, ich schieß dir in dein Einauge, wenn du mein Lambo nicht wieder hergibst. Geh runter von meiner Insel! Ey, der hat Laserwaffen! Ist ja okay. Was ist denn die schnellste Lüfte von mir? Komm mit! Ja, du Trottel, hast wieder falsche Zutaten reingetan! Ey! Das warst du, Alter! Ach, sei ruhig, ich bin dir so überlegt! Leute, das ist zu krank! Ey, habt ihr das gehört? Der will den irgendwie wieder zurückverwandeln. Irgendein Experiment ist schiefgelaufen, deswegen ist der eine Gurke. Und Leute, die haben einfach mein Lambo in ihr Kack-UFO eingesaugt! Aber Leute, die haben selbst Autos. Wisst ihr was? Ich lass mich hier nicht hops nehmen. Egal, ob er Rick, Pickle Rick, Alien, Gesicht, keine Ahnung was ist. Leute, werden die hops nehmen. Ich werde den erstmal werde ich den hier Auto klauen. Dann werde ich den hier UFO klauen. Und dann werde ich den Leute ihre Teleportgun klauen. Weil habt ihr das gesehen? Der kann es einfach rumteleportieren. Das ist ja übelst cool. Aber Leute, wir werden jetzt erstmal kurz untertauchen. Weil wenn wir jetzt direkt wiederkommen, dann werden die natürlich wissen, dass ich das bin. Deswegen, ich werde jetzt erstmal kurz hier weggehen und später nochmal kommen. So, meine Freunde, wir haben jetzt hier nachmittags 17 Uhr. Bisschen abgewartet. Und wisst ihr was? Wir werden jetzt da wieder hingehen. Oh, warte mal, da ist Polizei. So, wir werden da jetzt wieder hingehen, weil ich lasse mich hier nicht abziehen. Ja, mein Lambo, den habe ich mir hart erarbeitet. 8 Jahre YouTube. Und da lasse ich mir nicht von irgendeinem Gurkengesicht meinen Lambo abziehen, Alter. Mir egal, wer das ist, ob der jetzt in Fortnite ist und keine Ahnung was, ey. So, komm mal, wir brettern jetzt hier runter mit unserem Rolls Royce. Als erstes werde ich den Wagen klauen. Erstmal das Auto. Wir fangen erstmal mit dem Auto an. Erstmal hier schön den Wagen parken, dass der nicht auffällt. Zack, wir nehmen jetzt hier eine Waffe raus. Okay, wir gehen da jetzt erstmal rein, Leute. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo die sind. Okay, Leute, wir gehen jetzt hier auf diese extra Insel, die er hat. Okay, warte, da oben steht das Alien. Wir müssen aufpassen. Alien, hörst du mich? Ja. Starte das Experiment. Ich glaube, die Stadt aus. Was denn für ein... Digga, Rick ist noch... Oh mein Gott! Alter, die Idioten, das Experiment ist schon wieder schiefgelaufen. Das ist meine Chance. Ey, warte, die sind da. Verpisst euch! Oh mein Gott, nein, der hat die Portal Gun! Oh mein Gott. Pickle Rick! Nein, hinter mir, was? Hinter mir? Da ist der Alien! Komm, hau ab, Junge, hau ab! Wisst ihr was? Wir hauen jetzt einfach ab mit dem Wagen! Und komm, steige in den Wagen! Oh, let's go! Oh mein Gott, Leute, wir haben den Rick and Morty BMW! Oh mein Gott, nein! Der Alien, der schießt die ganze Zeit mit seiner krassen Portalwaffe auf mich. Oh mein Gott. Ey, der kann sich die ganze Zeit zu mir teleportieren. Oh mein Gott, der ist krank. Wir müssen abhauen. Wow, der kann mich echt krass verfolgen. Nein, nicht ins Wasser. Raus hier. Ey, nein, Leute, das Alien verfolgt uns voll. Komm. Alter, ich weiß nicht, was mit diesem Alien abgeht. Nein, wir müssen hier irgendwie hoch. Komm. Warte mal, hat der Wagen vielleicht irgendwelche Spezialfähigkeiten? Wir gucken mal. Wow, Alter, die Taste, der fliegt auf einmal das Auto. Wow, oh mein Gott. Nice, damit können wir easy abhauen. Oh mein Gott, diese Rick and Morty Autos, die sind richtig krank. Ey, kein Wunder, das ist ja so ein verrückter Professor. Der hat da irgendwelche krassen Fähigkeiten in das Auto reingehauen. Alter, ey, das ist ja voll geil. Das ist ja sogar noch cooler als mein Lambo. Wisst ihr was, Leute? Soll ja mein Lambo behalten. Wir haben dieses krasse Rick-and-Morty-Auto. Und den bringen wir jetzt erstmal zu uns nach Hause. Let's go. Ey, Leute, wir haben jetzt einfach schon den nächsten Tag. Hier ist das Auto bei uns gerade zu Hause. Ich habe den hier sicher abgestellt. Die haben auch nicht gesehen, wo ich hin bin, weil ich dann einfach weggeflogen bin mit dem Wagen. Und der ist schon echt krass, oder? Seid mir ehrlich, einfach Rick und Morty hier drauf. Aber, Leute, ich bin ganz ehrlich, ich wollte ja eigentlich nicht böse zu denen sein. Aber die haben ja mein Auto, mein Lambo geklaut. Und dann habe ich gesehen, die haben eine Portal Gun. Überleg mal, was wir alles mit dieser Portal Gun anrichten können. Wie krass man damit Banken ausrauben kann und so. Wir müssen da jetzt eigentlich nochmal hin und einfach Rick, dem Wissenschaftler, diesem Opa, ihr wisst schon, Leute, müssen wir diese Portalwaffe klauen. Ey, wenn wir uns überall hin teleportieren können, das ist ja anders krank. Wir fahren da jetzt nochmal hin, Leute, und da machen wir nochmal richtig Action. Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder bei der geheimen Base von denen. Ich stelle aber diesmal den Wagen hier ein bisschen früher ab. Die sollen mich nicht sehen. Okay, wir schauen jetzt erstmal wieder aus der Entfernung hin, weil ich kann mir vorstellen, dass die jetzt irgendwie hier auch für mehr Sicherheit gesorgt haben. Okay, hier ist noch das UFO von denen. Alter, warte mal, da ist jetzt nicht nur ein Alien, da sind noch mehr. Allein zwei sehe ich am Eingang, da ist noch einer. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Okay, wir müssen uns da jetzt richtig ansneaken, die dürfen uns nicht sehen. Oh, warte, da vorne ist auch noch mein Rolls Royce im Wasser. Okay, jetzt ganz sanfte Leute. Okay, die sind bestimmt da oben in der Base, in dem Labor, wo die irgendwie ihre Experimente machen. So, wisst ihr was, wir schwimmen da jetzt einfach hin. Let's go. Ich werde die alle ganz leise ausschalten. Und dann werden wir uns die Portalwaffe aus dem Labor holen. Okay, warte, da steht einer im Wasser. Komm, jo. So mit Schalldämpfer. Ich werde die alle mit Schalldämpfer ausknipsen. Da ist einer. Okay, nice. Der ist weg. Experiment Nummer 2 startet. Da läuft jemand. Oh mein Gott. Das Experiment von dem ist schon wieder schiefgelaufen.
Okay, warte, den schalten wir auch wieder aus. 3, 2, 1 und zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte, das sind nochmal zwei, das sind nochmal zwei. Und. Ne, wisst ihr was? Ich werde mich anschleichen. Ich werde mich mit Messer anschleichen. Die sollen jetzt keine Schüsse hören. Okay, okay, ist hier jemand? Alter, was ist das hier für eine Base? Hey, Leute, ich muss diese zwei Typen da ausschalten, die zwei Aliens. Okay, mit Schalldämpfer. 3, 2, 1 und. Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Sehr gut, sehr gut. Warte mal, warte mal. Nein, nein, der Alien, der hat was gesehen. Wir verstecken uns hier im Wasser. Was ist los, Alien? Menschen. Warte, der darf keinen Alarm schlagen. 3, 2, 1. So, stirb, Alien, stirb. Oh nein, 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 nein. Warte mal. Da ist dieser Pickerick, da ist Pickerick wieder. Schnell weg hier. Ey, wo ist dieser Pickerick? Hat er sich wieder wegteleportiert oder was? Egal, wisst ihr was? Scheiß drauf, Leute. Wir gehen in sein Labor hoch. Wir gehen in sein Labor. Ey, ich höre auch die ganze Zeit schon wieder irgendwas explodieren. Nein, da ist jemand, da ist jemand. Action, Action. Nein, 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 die greifen an. Die greifen, nein, die Aliens greifen an. Oh mein Gott, nein, der weiß mittlerweile, dass ich hier bin. Der weiß, dass ich hier bin. Der weiß, dass ich hier bin. Oh mein Gott, wie sollen wir da hochkommen? Wie sollen wir da hochkommen, Leute? Wir müssen hochstürmen, wir müssen hochstürmen. Oh nein, 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 nein. Come on, come on. Ey, Leute, wie kommen wir hoch? Wir müssen da hochstürmen, wir müssen hochstürmen. Wir müssen unbedingt in diese Base rein. Okay, Leute, wir sind gleich oben, wir sind gleich oben. Ey, nein, da ist noch einer, der komplett am Durchdrehen ist. Ich glaube, das ist der Boss-Alien. Und Alter! Oh mein Gott, Leute, guckt hier mal um die Ecke, wie viele hier sind. Wir müssen jetzt hier nochmal richtig durchdrehen. Gebt mir mein Lambo wieder! Okay, 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 okay. Warte, der Alien, der Alien, der Alien-Boss, der Alien-Boss! Nein, 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 nein. Für mein Lambo, für mein Lambo! Der rennt weg, der rennt weg, der rennt weg. Wir folgen ihn. Die haben alle Railguns, Alter, krank. Wo ist er? Oh, oh, oh mein Gott, oh mein Alter, bevor der weg ist, hat er mir irgendwie nochmal so einen Schuss mit dieser Spezialwaffe gegeben. Aber egal, Leute, wir werden ihn weiter verfolgen. So nicht, Alter. Die haben Railguns, die setzen Railguns ein. So, komm, 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 komm. Kümmer dich endlich um den, ich muss hier Richtungen machen. Oh nein, 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 nein. So, jetzt kipp um endlich. Oh mein Gott, der ist so stark. Alter, wie viel Leben der hatte. Hey, oh, Experiment so. Wieder schief gegangen. Pickerick. Was willst du hier? Pickerick. Oder ja. Rick, oder wie ich dich auch nennen soll. So, ich will dir nichts antun. Ich habe all deine Aliens. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich bleib stehen. Auf Wiedersehen. Nein. Oh nein, warte. Nein, das war nur nach oben. Nein. Der Idiot, er schießt sich einfach nach oben. So, wisst ihr was? Steh auf. Steh auf, du Stück Scheiße. Okay, was auf. Willst du von mir? Du gibst mir jetzt deine Teleportgun. Nein, kann ich nicht machen. Ich hab gesagt, du gibst mir deine Teleportgun. Dummer, dummes ja, okay. Alien hier. So. Ja, du kriegst deine Teleportgun. Oh, Alter. Warte. Oh mein Gott, ich hab die Teleportgun. So, und als nächstes will ich meinen Lambo wieder haben, der in eurem UFO ist. Ja, okay, warte, lass mich das kurz machen. Verdammte Alien. Ich glaube. Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber Leute, ich habe ja die Teleportgun. Ey, nein, Leute, die hauen ab. Nein, die hauen ab. Ey, wie fuß. Lauf mich auf. Ey, Alter, scheiße. Die sind einfach abgehauen. Wir haben immer noch mein Lambo. Ey, das Problem ist, Leute, ich weiß noch gar nicht, wie diese Teleportgun funktioniert. Wisst ihr was? Ich werde das mal testen. Ich schieße jetzt einfach mal da hinten hin an den Strand. Hä? Alter! Oh mein Gott! Wow! Habt ihr das gesehen? Man ist irgendwie so unsichtbar und fliegt irgendwie so durch die Atmosphäre durch. Ey, ich muss irgendwie noch kurz üben, wie man mit der Waffe richtig umgeht. Okay, wir testen das Ganze nochmal hier vorne an den Strand und... Feuer! Wow! Boah! Alter! Ey, Leute, man ist einfach unsichtbar und fliegt irgendwie durch die Atmosphäre durch. Okay, noch einmal testen, dass wir wirklich wissen, wie es funktioniert. Okay, da vorne wollen wir hin und... Alter! Das ist krass. Das ist krass, diese Teleportgun. Ey, Leute, jetzt müssen wir uns unser Lambo wiederholen. Das UFO ist schon wieder weggeflogen, Mann. Wo ist das hin? Ach, scheiße. Egal, warte, wisst ihr was? Wir gehen in den Rolls-Royce, der da vorne steht. Oder nein, wir nehmen das Rick-Auto mit den Spezialfähigkeiten und dann müssen wir einfach das UFO irgendwo auf der Map suchen. Ey, Leute, Mann, wo kann dieses UFO sein, ey? Das kann man doch nicht Hallo, so leicht übersehen. Hallo, spricht Los Santos Radio. Wir haben eine Eilmeldung bekommen. Im Sandy Shores Flughafen befindet sich ein UFO. Wir bitten Sie, nicht zum Sandy Shores Flughafen zu gehen, damit ich wissen, ob es gefährlich ist. Alter. Los Santos Radio-Team. Oh mein Gott, nice, nice, nice. Okay, wir haben es im Radio gehört, Leute. Am Sandy Shores Airport wurde ein UFO gesichtet. Man soll da nicht hingehen, weil das gefährlich ist. Aber Leute, wir gehen da natürlich hin, weil der Typ hat immer noch mein Lambo, Leute. Und deswegen würde ich sagen, wir drücken jetzt hier einfach mal diesen Spezialknopf und fliegen ins Sandy Shores Gebiet. Okay, Leute, wir sind jetzt hier gleich am Sandy Shores Airport angekommen. Irgendwo hier muss der sein. Guckt auf jeden Fall in den Himmel, Leute. Helft mir.
dieses UFO zu finden. Da ist es. Es ist nicht zu übersehen, Leute. Da ist das UFO. Wir müssen eigentlich nur warten, bis der irgendwie runterkommt. Ich weiß nicht, ich denke, wir können das UFO auch abschießen. Wir steigen jetzt hier mal aus. Ich versuche das einfach mal abzuschießen. Wir nehmen einfach Raketenwerfer raus. Oh nein, wo ist der jetzt schon wieder hin? Wo ist er? Da hinten ist das UFO. Gib mein Lambo wieder! Ich versuche ihn zu treffen. Was willst du schon wieder bei uns? Oh mein Gott, okay, das ist gar nicht so einfach, den zu treffen. Scheiße. So bringt das nichts. Warte. Ich will meinen Lambo wieder haben, Junge. Willst du dein Lambo wieder haben? Ey, warte, da vorne ist der Bruchpilot, der ist ja irgendwie abgestürzt oder so, ich weiß nicht. Wir fahren da jetzt hin. Wir machen einen Tausch. Ich gebe dir auch dein Rig-Auto wieder, aber ich will meinen Lambo wieder haben. Und die Und die Portal-Gun behalte ich. Die will ich auch wieder haben. Nein. Wo bist du? Gib meinen Lambo wieder. Komm unter uns. Ey, ich weiß nicht, ob ich denen vertrauen soll. Unter der. Oh mein Gott, ich bin unter dem UFO. Gib meinen Lambo wieder her. Oh, nein. Oh, da ist wieder. Oh. Da ist mein Lambo wieder. Oh mein Gott. No. So. Gib mir meine Portal-Gun wieder. Ja, ist okay, du kriegst deine Portal-Gun. Du kriegst die ja wieder. Aber okay. Weißt du was? Ich hab eine bessere Lösung. Kann ein Alien mal kurz hier aus dem UFO aussteigen? Ich hab eine bessere Lösung. Schau mal, weißt du was? Ich will, dass wir friedlich das Ganze hier beenden. Ich will, dass wir das Ganze friedlich beenden. Warte, komm mal hier unter dem UFO weg. Komm mal hier unter dem UFO weg. Ja. Ich werde dir deine Portal-Gun wiedergeben. Ja. Aber unter einer Bedingung, du und der Alien, ihr verschwindet wieder ins Fortnite-Universum. Hier in GTA habt ihr nichts verloren, okay? Alien! Ich glaube, die verhandeln gerade. Okay. Ja? Ja, pass auf! Wir machen das ganz einfach, ja? Ja. Er steigt ein, er geht zurück ins Fortnite-Universum, ich mag's hier. Okay, Rick will hier bleiben, gut. Weißt du was, dann werde ich dem Alien hier ein Portal aufschießen. Alien? Er muss mit dem UFO durch. Muss aber das mit dem UFO machen? Okay, dann hätte ich ihn mit der Portal Gun. Okay, dann Alien, flieg ins Fortnite-Universum. So, Alien, geh ins Fortnite-Universum. Schieß ihn ab. Wie, schieß ihn ab? Hä? Mit der Portal. Oh, schade. Okay, ich hol mein Auto. Okay, tschüss, aber deine Portal Gun behalte ich. Ich glaube, ich fahre ein bisschen zum Fortnite-Universum. Nein. Da gibt's immer so einen Code, den ich sagen muss. Ach, was musst du denn da sagen? Die wollen immer so einen Kreator-Code haben, aber ich hab keinen. Ah, dann verwende doch einfach den Creator-Code iCramixOG. Und dann würde ich sagen, Leute, das soll's gewesen sein. Wir teleportieren uns jetzt durch die Gegend und bis dahin, haut rein, Leute, euer Cramix.